Ich grüße euch. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil es im englischsprachigen Forum ein Thema war, was man tun könnte, um bei einer Profilwand sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Profile in der Laibung ums Eck reingehen bis zum Fenster. Und ich habe da jetzt einmal so ein paar Dinge gemacht, die allerdings noch nicht ganz ideal funktionieren. Aber in Großteils funktioniert die Geschichte. Wo ich da jetzt genau einen Fehler gemacht habe, weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn ich da jetzt drauf fahre, auf einmal hier schaltet es um bei 1, bei ungefähr einem Meter. Ja, ist ja egal. Ich zeige trotzdem einmal her, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe im Masterscript natürlich diese eh schon übliche Übernahme der Profile, also GoSub 1000, damit er gleich darunter springt und diese Funktion von 2D-Skript und 3D-Skript dann verwendet werden kann. Das mache ich immer so, wenn ich irgendwo Profile auslese. Und das ist der Name des Profiles, was ich übergeben muss. Das Profil hole ich mir allerdings im 3D-Skript nicht über einen Parameter. Das heißt, in den Parameter habe ich nur A, B und Z, Z, Y und Z, X und die anderen Parameter macht Achelcat für Fenster automatisch. Wenn man es dann als Fenster einstellt, also wenn man reingeht und Subtype auswählen, dann auf Fenster geht, dann kommen diese Parameter automatisch. Das heißt, die kann ich mal komplett vergessen. Ich mache Folgendes. Ich habe da auf der Seite 366 im GTL-Handbuch den Wall Components Name gefunden. Könnte man auch direkt reingeben. Aber ich habe es halt wieder der Variable übergeben, damit ich halt nichts umschreiben muss. Und wo beginnt das Fenster unten? Hole ich mir auch. Ist auf der Seite 360. Und die Windows Sill ist die Tiefe natürlich, die Brüstung. Also eigentlich die Laibungstiefe, kann man sagen. Bin mir gar nicht sicher, aber ich habe es jetzt mal einfach so hergenommen. Dann mache ich natürlich als erstes ein Wallhole, die natürlich um diese Windows Sill, diese Breite, ja, größer wird. Aber nur links und rechts, weil er die Profile links und rechts herkommen lässt. Dann springt er ins Master-Skript, übernimmt das Profil, dann springt er um dieses unterkante Fenster, also um die Windows-Sill-Height nach unten und gibt einmal das Profil rein, also Wandprofil in Laibung einziehen. Was tut er? Zuerst einmal die beiden Cut-Planes für oben und unten, wo das Fenster anfängt und aufhört, in der Y oder besser gesagt insgesamt dann in der Z-Richtung. Muss er natürlich als Fenster als Y angeben, weil die Wand praktisch für das Fenster am Boden liegt. Dann holt er sich die einzelnen Request-Komponenten und gibt mit Put hier die einzelnen Geometriedaten jedes Profilteiles rein. Das heißt, das Ding schaut sich an, wie viele Komponenten haben wir und wie viele Komponenten, also wie viele Schraffuren sind im Profil vorhanden und das geht einfach durch. Für jedes Profil, also für jede Schraffur im Profil. Und gibt es in die mit Put in die Geometrie mehr oder weniger der Schraffur. Und dann mache ich einfach C-Prismus, wo er sich diese Put und Gets da rausholt. Und das ist eben die Tiefe. Und das Ganze wird wieder von einer Cutplane geschnitten, damit das Ganze über Gärung funktioniert, und zwar zweimal. Das heißt, hier bei der linken Seite gibt es ein Cut Plane, Cut End und dann noch einmal wieder ein C-Prism mit Cut Plane und Cut End hier. Und das gleiche macht er dann gespiegelt für die rechte Seite. Und ganz unten habe ich einfach die Cut Ends, die ich ganz oben gehabt habe mit den Cut Planes. Das ist dann eigentlich alles. Ja, da.
der Wollnische könnte man da was machen. Das habe ich von Barry Keller übernommen. Und dass ich es einmal drin habe, da hätte ich nur eine Idee dazu, aber naja. Und wenn man das so nimmt, dann kann ich natürlich jetzt, da, egal was dann für ein Profil drinnen ist, das ist jetzt nur so ein Probeprofil mehr oder weniger, einfach unten Beton, dann Holz und dann oben wieder Beton. Das heißt, es wird dann einfach ins Fenster reingegeben. Was ich nicht zusammengebracht habe, ist, ihr seht, die Ausrichtung geht hier so und hier geht es aber senkrecht. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine Idee, wie man sowas machen könnte. Und wie gesagt, durch den Wallhole-Befehl ist es genau um die Breite, diese Gärung sozusagen, die da um sich geht, der Windowsill tiefer. Das heißt, je nachdem, wie weit ich dann mit meinem Fensterstock wirklich raus will, wird es dann einfach da so reingegeben. Die Höhe des Fensters, also wo es wirklich sitzt, wo ist es mein? So, das brauche ich. Also wenn ich das darauf nehme, wird das ganz brav übergeben, wo es eben gerade sitzt. So, was ich vermutlich nicht rausbringe, ist die Anschlusslinie. Das heißt hier diese Linie, die da runter geht, oder diese Linie, das ist ein bisschen besser. Aber es ist zumindest mal ein Andenken dieses Problems. Also ich mache jetzt mal aus dieser Wandprofil, Testwandprofil, bearbeiten. Wenn ich da jetzt hergehe und das da mal so ein bisschen rausnehme und da noch ein bisschen reingebe und sichern sage, dann ins 3D gehe. Wie gesagt, das wird dann einfach auf Gärung dann weggeschnitten und hineingeholt. Gut, wie gesagt, es ist noch bei weitem nicht ausprogrammiert richtig, weil wenn ich jetzt hergehe und die Wand sozusagen tausche, ja, dann ist es auf der falschen Seite. Das heißt, man müsste da jetzt noch erkennen, ist die Wand gespiegelt, ist es nicht, ist das Fenster gespiegelt, ist es nicht, ist es gedreht und so weiter. Da gibt es ja Sachen, wie man damit umgeht, programmtechnisch. Das habe ich mir jetzt einfach noch nicht angetan. Gut, einmal bis hierhin und ich hoffe, irgendjemand außer mir kann auch was damit anfangen. Schöne Tage, Grüße vom Wallersee und jetzt wird es schön Wetter, jetzt werden wir den Neoprenanzug wieder anziehen und noch eine Runde Wingfoilen gehen, so heißt es. Richtig, richtig sprechen. Ciao.